Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Eliphas Lerys Lectures About Magic. Diesmal geht's um das Thema Religion, denn Magie benutzt meistens, fast immer, irgendwelche religiösen Symboliken und entlehnt die Weltbilder, die der Arbeit als Grundlage dienen, aus den Religionen. Ich halte also die Frage, was ist Religion, für recht wichtig, was das Thema Magie angeht. Ich habe, wie ich in einem anderen Video mal gesagt habe, früher Religionswissenschaften studiert und da habe ich jede Menge verschiedenste Definitionen kennengelernt, was Religion angeht. Und unter all diesen ist meine Lieblingsdefinition die von Gustav Mensching. Gustav Mensching definiert Religion als, wie war das, die erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen und das antwortende Handeln des vom Heiligen bestimmten Menschen. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig zusammengekriegt. Schaut im Wikipedia-Artikel über Gustav Mensching nach, da steht die Definition nochmal drin. Die Definition von ihm ist deswegen sehr schön, weil sie einerseits sich nicht auf irgendwelche Götter bezieht, sondern einfach den Begriff das Heilige verwendet. Und das Heilige, ja, das kann im Grunde alles sein. In Anlehnung an Aleister Crowley würde ich mal sagen, das Heilige ist das, was man nicht hinterfragt. Die Definition von Mensching läuft also darauf hinaus, dass ein Mensch ein Erlebnis hat. Dieses Erlebnis muss jetzt nicht direkt sein, eine persönliche Erfahrung. Es kann auch das Erleben einer Schilderung sein, die einen begeistert und bewegt. Also man begegnet jemandem, der einem erzählt von jemandem, der eine Begegnung mit dem Heiligen hatte. Das ist in den meisten Religionen eher so der Fall. Da ist also jemand, der dem Heiligen begegnet. Und dann, der wichtigere Teil ist das antwortende Handeln. Und der Punkt, der letzte Punkt in seiner Definition, in Menschings Definition, das antwortende Handeln des vom Heiligen bestimmten Menschen. Aus der Begegnung resultiert also etwas, was die Welt ordnet und einem Menschen seinen Platz in der Welt zuordnet. Also der Gläubige, der Priester, der Suchende und so weiter. Dieses vom Heiligen bestimmt ist, finde ich, der interessanteste Punkt an der ganzen Sache. Denn wie wir in den meisten Religionen sehen, wird da nach Geschlechtern unterschieden, es wird teilweise nach dem Alter unterschieden. Es werden Rituale festgesetzt für bestimmte Altersgruppen, im Christentum die Konfirmation oder, wie heißt das andere noch, die Firmung und so weiter, die Taufe natürlich. All solche Sachen, die dem Menschen eine Position in der Welt zuordnen. Kleine Bemerkung am Rande. Es ist natürlich so, dass zum Beispiel im Christentum auch Tabus ausgesprochen werden, nicht nur was Sexualität angeht oder im Islam was Ernährung angeht oder auch im Judentum was Ernährung angeht. Es gibt auch jede Menge andere Handlungen, beispielsweise Magie, die verboten wird. Wobei das im Christentum jetzt etwas, ich sag mal vorsichtig, heuchlerisch ist. Denn dort ist es mal wieder so, wenn christliche Priester Magie machen, dann ist es gut, wenn andere Leute das machen, dann ist es schlecht. Der Priester darf Brot in Fleisch verwandeln und Wein in Blut und dann darf ein ritueller, symbolischer Kannibalismus zelebriert werden. Wenn andere Leute so was Ähnliches machen oder auch was ganz anderes, was trotzdem irgendwie magisch ist, dann ist es verboten und schlecht.
Religionen ermöglichen oder verbieten also auch dem Gläubigen, und das bezieht sich dann auf den letzten Punkt, das eigene Wirken, die eigene Anwendung von Magie. Es ist im Christentum dem Gläubigen verboten, als Gegenbeispiel im Voodoo, werden Gläubige teilweise dazu aufgefordert und ermuntert, nicht nur selbst Magie zu wirken, sondern auch sich zum Priester ausbilden zu lassen. Es kann im Voodoo passieren, dass ein Priester zu dem Menschen, der zu ihm kommt und ein Problem hat, sagt, da kann ich dir nicht helfen, aber ich kann dich zum Priester ausbilden, damit du dir selber hilfst. Sowas wird im Christentum zum Beispiel niemals vorkommen. Das Thema Religion, wie gesagt, ist wichtig wegen dem Hintergrund der Arbeit, ist wegen dem Weltbild, das aus der Religion kommt und dem Magier ebenfalls als Hintergrund, als Basis für seine Arbeiten dient. Religion ist noch ein bisschen mehr als das Betriebssystem eines Menschen. Es ist sozusagen das BIOS. Ich glaube, es war Terence McKenna, der gesagt hat, Kultur ist das Betriebssystem eines Menschen. Und wie wir sehen, werden verschiedene Kulturen, beispielsweise die englische Kultur, die französische Kultur und so weiter, dann wiederum verbunden durch die Religion. Man kann sagen, die westliche Welt ist gleichbedeutend mit der christlichen, aber auch aufgeklärten Welt. Thema Aufklärung, sehr interessant, aber passt jetzt nicht hierher. In der Magie ist eins der Ziele, die Begegnung mit dem Heiligen herbeizuführen. Also den Vermittler zu umgehen, den Priester zu umgehen und selbst Priester zu werden, wie im Voodoo. Dabei ist es meiner Meinung nach wichtig, bereit zu sein, nach der Erfahrung dem Heiligen sozusagen die Maske vom Gesicht zu reißen. Man muss das Heilige hinterfragen. Man darf nicht einfach auf den Knien bleiben und sagen, O Heiliges, sei mir gnädig. Man muss bereit sein, seine Erfahrungen zu hinterfragen. Sonst wird der zweite Teil aus Menschings oder der dritte Teil aus Menschings Definition, das antwortende Handeln und das Bestimmtsein vom Heiligen irgendwann zum Problem. Da fallen mir dann Worte ein wie Messias-Komplex, aber mir fällt da auch das ganze Verhalten ein von irgendwelchen Fundamentalisten, die behaupten, vom Heiligen so und so bestimmt zu sein und die ganze Welt muss vom Heiligen in einer bestimmten Art und Weise geordnet werden. Ich glaube oder ich hoffe, den meisten Menschen steht nicht der Appetit danach, in derartiger Art und Weise durch die Gegend zu rennen. Sozusagen ein Fundamentalist der eigenen persönlichen Erfahrung mit dem Heiligen zu werden. Das ist wenig heilsam und wenig erstrebenswert, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. So, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es ist nicht zu trocken gewesen. Auch wenn es ein bisschen vom Grundthema dieser Videoserie abgerückt ist. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, sehr viel Spaß und genießt euer Leben.